Bei einem Raketenangriff auf einen US-Militärstützpunkt in der nordirakischen Stadt Erbil ist ein Zivilist getötet worden. 5 weitere Menschen, darunter ein US-Soldat, seien bei dem Angriff verletzt worden, teilte die US-geführte Koalition am Montag mit. Bei dem getöteten Zivilisten soll es sich um einen Bauunternehmer handeln. Zu dem Angriff bekannte sich eine bislang weitgehend unbekannte Gruppe. Der Angriff habe sich gegen die amerikanische Besatzung im Irak gerichtet, erklärte die Gruppierung. US-Außenminister Antony Blinken verurteilte am späten Montag den Angriff. Die Vereinigten Staaten seien schockiert. Er habe mit dem Ministerpräsidenten der kurdischen Regionalregierung, Masrur Barzani, gesprochen, um den Vorfall zu diskutieren und Unterstützung für alle Bemühungen zuzusagen, um den Vorfall zu untersuchen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.